Okay, Geisterfahrer. Ich bin bereit, die BSR-Saison zu beginnen. Bist du es auch? Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Grid 2 von Codemaster Racing. Ich hoffe, dass es diesmal alles klappt, so wie ich es mir vorstelle. Ja. In der letzten Folge habe ich das Finale nochmal nachgefahren. Ja. Ich habe es noch nicht geschnitten, deswegen kann ich leider nur noch keinen Kommentar drauf geben. Ich hoffe, das hat alles soweit geklappt mit dem Schneiden. Wir werden jetzt die Karriere sofort nicht starten. Wir haben zwei Einladungen zu Wir können einem Back Mono und einem Pagani gewinnen. Wir nehmen den Pagani. Den versuchen wir uns jetzt zu erfahren. Ich muss jetzt wieder ein bisschen trainieren, weil ich habe mir ein Lenkrad gekauft. Und nein, ich spiele jetzt nicht mit Lenkrad. Man sieht es nicht vor mir stehen. Das müsste das ungefähr jetzt hier ungefähr sein. Achso, seht das ja gar nicht. Also es müsste eigentlich jetzt so, wo ich jetzt ungefähr sitze, müsste das dann sein. An der Côte d'Azur hast du kaum Zeit zu blinzeln. Die Strecke ist schnell, eng und voller Gefahren. Sei wachsam. So. Na gut, aber das schaffen wir jetzt nicht. Sind über 3 Minuten. Und ich fahre jetzt nicht mit dem Lenkrad, ich fahre wieder digital. Ich möchte den Rest wirklich nur noch digital abändern. Ich habe... Ich frage mich gerade, wieso das alles so laut ist. Ich erzähle jetzt gleich, nachdem ich rausgefunden habe, wieso das Ganze hier eigentlich so laut ist. Hallo? Kommst du mal von der Wand weg? Habe ich schon gesagt, ich habe ein wenig mit dem Lenkrad trainiert. Und auf zwei verschiedenen Spielen und muss sagen, die Steuerung hier in diesem Spiel ist Grütze. Oh, die konnte ich mir gar nicht mehr erinnern. Also die Steuerung in diesem Spiel ist richtig Grütze. Ich habe es im Need for Speed Most Wanted nochmal getestet. Und musste sagen, da ließ sich die Steuerung besser konfigurieren. Was zum Teufel? Gut, ja, da ließ sich der Wieso ist er jetzt ausgebrochen? Gut, solche eigenartigen Fehler oder Steuerungseigenarten habe ich mit dem Lenkrad auch festgestellt. Es ist ein Force Feedback Lenkrad von Logitech, also nicht das G25, sondern die kleinere Version, das Force Feedback. Wow. GTR. Ne, Gran Turismo. Also GTR, doch. Kommt noch von der Wand weg. Und. Ja, ich erzähle gleich weiter. Ich muss mich hier so leider zu sehr auf die Strecke konzentrieren, dass ich jetzt nur noch weiß, dass ich was über das GTR erzählen wollte. Neustart. Das war's.
So, jetzt guck ich mal, wieso das so scheiße laut auf einmal ist. Regeln? Nein, mach die Regeln weg. Ich will die Option haben. Audio. Ist schon ein ganz leise. Sprache habe ich ein bisschen runtergedreht. Musik, Effekte. Alles ganz leise. Ich krieg's. Wieso fliegen mir die Ohren weg? Keine Ahnung. So. Dann konzentriere mich jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Strecke. Erzähl es doof. Die Voraussetzungen sind heute perfekt für dich. Schnapp dir den Sieg. Vorsichtig sein, du verlierst Tempo. Ja, das war ein toller Sprung. Da habe ich gerade Bungee gespielt, Flipper gespielt. Ja, solche Eigenarten habe ich schon mal festgestellt. Plötzlich ist der Wagen nicht mehr abzufangen. Vor allem, wenn man ein bisschen aufs Gras kommt, ist Feierabend. So. Und gepackt. So, was ich erzählen wollte darüber, die Steuerung ist absolut mies. Mit Force Feedback hat angefangen, das Lenkrad für mich zu lenken. Gut gemacht. Ich habe da mal mit Need for Speed Most Wanted ausprobiert, was ich vorher Let's Played habe. Und das ging astrein plötzlich. Der konnte die astrein steuern, ich konnte lenken, Gas geben, alles wunderbar. In dem Spiel neigt jedes Auto zum Driften. Aber wirklich jedes Auto. Ich habe zwar dann irgendwann in den Griff gekriegt, aber holla die Waldfee. Wenn du deine Garage füllen möchtest, behalte die Fahrzeug-Challenges im Auge. Noch zwei verfügbar? Ach. Gut, Aston Martin 177. Na gut, wir fahren hier erst einmal den hier.
ein neues Leichtgewichtfahrzeug. Mal schauen, wie sich der verhält. Der Caterham war ja immer sehr gut. Ich muss sagen, ich habe das Lenkrad unter einem anderen Account getestet. Beziehungsweise ich habe noch einen anderen Fahrer, als ich das Spiel hier angetestet habe. Bevor ich es Let's Played habe. Den habe ich mir aktiviert. Und ich muss sagen, ich bin das erste Mal oder die ersten Runden nicht mein Ziel gekommen. Auf dieser Strecke in Hongkong musst du dein ganzes Können aufbieten. Hol dir den Sieg. Ich musste noch mal ein Rennen fahren, um mit der Tastatur, um überhaupt die Teststrecke freischalten zu können. Und dann konnte ich erstmal ganz langsam. Dieses Auto würde sich ganz hervorragend in deiner Garage machen. Konnte ich ja ganz langsam mich so ans, an die Steuerung rantasten, dass ich dann irgendwann mal die ersten Rennen gewinnen fahren durfte. Ich habe vorher Kalifornien versucht und musste sagen, ich bin immer als letztes ins Ziel gekommen. Irgendwann bin ich da mal so weit gewesen, dass ich zumindest Vierter, Fünfter wurde. Und immer mit immer ein bisschen mehr Training kam ich dann dazu, dass es doch sogar Erster wurde. Ich habe sogar auf der Teststrecke mit dem Lenkrad meinen Rekord mit der Digitalsteuerung geknackt. Soll man kaum glauben. Also meine Rundenzeit mit der Digitalsteuerung. Aber mit dem Fronttriebler. Und selbst der Wagen neigt extrem zum Driften. Und der... man hat ja dann am Anfang die Fair Lady und die Nissan Silvia. Also die Nissan Fair Lady und Nissan Silvia. Und den Alfa Romeo. Giulietta ist das, glaube ich, wenn ich mich hier erinnere. Die beiden... Oder die drei Fahrzeuge habe ich dann versucht zu fahren. Ah ne, und den ganz ersten Ami-Schlitten. Sämtliche Hecktriebler haben so stark angefangen zu driften, dass ich nicht unter, ich glaube, 1,42 ist die beste Zeit gewesen mit dem Hecktriebler. Mit den Fronttriebler, mit der Giulietta, also mit dem Alfa Romeo, unter 1,40, ich glaube 1,38 bin ich, glaube ich, gefahren. Auf der Strecke. Aber selbst der neigt zum Driften. Man muss ihn zwar ein bisschen mehr zwingen, aber der neigt zum Driften. Ja, und man muss, ich habe festgestellt, da muss ich sagen, ich habe dann Need for Speed Most Wanted ausprobiert. Das kann nicht wahr sein, dass das so schlecht ist. Need for Speed Most Wanted. Hab mir... Was hatte ich denn? Ein Porsche, ja. Porsche mit Hecktriebler. Und musste sagen, Ast rein. Den konnte ich so gut fahren. Und durch die Kurve cyclen, driften, alles Ast rein. Das ging super mit dem Lenkrad. Also Need for Speed Most Wanted war astral mit dem Lenkrad zu fahren. Ey, jetzt habe ich auf die Zeit geachtet und nicht auf die Strecke. Ups. Naja, egal, wir sind trotzdem hier angekommen. Das Auto ist Schrott. Das Auto ist Schrott, aber wir sind trotzdem angekommen. Und ich habe herausgefunden, wie man den Knamen abstellt. Das Problem ist, man stellt dann alle Sprachen ab und das ist doof. Man kann ihn leider nur nicht während des während des Rennens. Des Kalibers, das unsere jetzigen Sponsoren haben, sind die Ziele ein Muss. Prüfe deine Option. Und leider ist er dann auch abgeschaltet, wenn er was, ein bisschen was vorerzählen möchte. So. Jetzt fahren wir einen Aston Martin. Das war gerade wieder ein Leichtgewicht gerade. Wollen wir mal schauen, wie sich das jetzt anfühlt. Also das nächste Autorennen-Let's Play wird definitiv dann mit dem Lenkrad gefahren. Muss ich mich ja noch darauf einschießen. Es wird hoffentlich sehr viel Spaß machen. Aber mal abwarten. Highspeed-Stadtrundfahrt durch Paris. Zeig ihnen, wie man's macht. Ja. Wenn du wieder so stark fährst wie zuvor, können wir heute Abend feiern. Wow.
Schade, dass er bei diesen Crashes, wo er das Auto komplett verliert, nicht gleich aus komplett rauszoomt. Also diesen Totalschaden, dass man den Crash dann von außen sieht, aber schade eigentlich. Ah, es geht unten lang, das heißt, oben ist die scharfe Kurve. Boah. Ist der Wagenträger, alter Schwede. Ist der Wagenträger. Puh. Wenn man vorher in Leichtgewicht gefahren ist, ist das Ding hier richtig träge. Gut, das Ding hat eine Doppelstrecke, das heißt, ich kann ein wenig weiter rutschen. So eine Außenkameraperspektive meinte ich. Naja gut, auf jeden Fall haben wir den Wagen. Oh, sieht da übel aus. Naja, hat geklappt. Also mit dem Lenkrad... Man kann nie zu viele Autos haben. Gut gemacht. Mit dem Lenkrad fahre ich da ganz ehrlich vorsichtiger. Man kann auch viel feiner steuern, muss man sagen. Man muss aber erstmal sich seinen eigenen Lenkwinkel finden. Das Lenkrad, was ich habe, kann 900 Grad. Ja, ich habe mein normales Auto, glaube ich, auch 900 Grad. Ich habe mal vorhin mein eigenes Auto getestet. Ziele zu erfüllen. Dadurch können wir weitere Fans gewinnen. Nutze diese Chance. Ich habe mein Auto mal Lenkrad ein Viertel eingedreht und das Auto ist schön links abgebogen. Ich habe nach links gelenkt. Das Lenkrad um ein Viertel eingelenkt nach links. Das Auto ist gerade ausgefahren. Ja, habe ich mir gesagt. Deswegen hat mich am Anfang gewundert, wieso, weshalb, warum ich gerade ausgefahren bin, obwohl ich gelenkt habe. Man muss sich selber wirklich erst einmal rausfinden, welchen Lenkwinkel man haben möchte. Ich bin jetzt zurzeit bei Promo-Event, fahren wir Promo-Event. Ja, wir fahren am Promo-Event diese Folge noch. Und ja, man muss sich selber erstmal rausfinden, welchen Linkwinkel man braucht bei dem Lenkrad. Ich habe jetzt 360 Grad eingestellt. Damit komme ich sogar recht gut klar. Achso, ich wollte erzählen, das Lenkrad, was das für eins ist. Das ist das Logitech Driving Force GTR, also Gran Turismo. Und es ist eigentlich für die GTR Gran Turismo Serie. Der Kurs in Portimao ist eine echte Achterbahn. Pass auf, dass du in den Bergabpassagen nicht zu sehr ins Untersteuern kommst. Also eine Gran Turismo für die Gran Turismo Serie. Dieser Kerl will dich um den Sieg bringen. Lass ihn hinter dir. Du bist schnell mit dem Überholen. Weiter so. Oh, das Lenkrad ist halt für die Gran Turismo Serie. Und ja, ab vom Kurs, so Mist. Wow. Eigentlich ist es da speziell für gemacht, aber es fährt sich astrein, also das kleine Bruder, würde ich sagen, vom G25, Logitech. Na, so, man bin doch gar nicht ab vom Kurs, jetzt bin ich ab vom Kurs, ja, ich weiß. Ich quatsche wieder zu viel und konzentriere mich nicht aufs Rennen hier. Ja, ist halt ein kleiner Bruder. Man merkt ihm die PS3-Verwandtschaft an. Ist für Xbox und PC geeignet.
macht eigentlich schönes Verhalten, ist halt nicht mit Leder bezogen, halt wie man es halt kennt. Die Gegner sind da, um überholt zu werden. Gut gemacht. Uah, was war das denn? Letzte. Jetzt überholt die sich hier schon gegenseitig, oder was? Ab vom Kurs, so ein Dreck. Gut, jetzt hier gleich weiter. Ich muss immer hier ein paar Punkte machen. So. Wow. Na gut, ab vom Kurs wieder, egal. So, das GTR-Lenkrad ist gar nicht mal so schlecht. Ist halt für mich der kleine Bruder vom G25. Ah, wir sind ja schon im Ziel. Ja, gut, die Schaltung habe ich nicht benutzt, ist eine keine Haarschaltung, ist eine. Du hast eine starke Leistung gezeigt und das Ziel erfüllt. Du kannst rundum zufrieden sein. Sequentielle Schaltung müsste das sein. Halt, man merkt ihnen die Optik ein bisschen von der PS3 an. Gut. Kann ich mit leben. Klappt wunderbar. Lenkt sich gut, Force Feedback ist stark. Problem ist, ich weiß nicht, ob es am Grid 2 lag, auf jeden Fall mit Force Feedback möchte das Lenkrad selber lenken. Soll man kaum glauben. Du machst Träume wahr. Ich habe schon tolle fahrerische Leistungen von dir gesehen, aber das war noch viel mehr. So, das war's jetzt für diese Folge. Ich mache in der nächsten Folge weiter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und ich sage tschüss.